Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei der ZIP um 9 am Freitag. Wir sind bei der Kultur, eine Art Königsdrama des 21. Jahrhunderts. Wladimir Putin gegen den Oligarchen Michail Chodorkowski. Der Ausgang des Kräftemessens ist bekannt. Putin hat seinen Gegner 10 Jahre hinter Gitter gebracht. Jetzt wird der Kampf der beiden Russen vom Sirene-Operntheater in Wien im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste auf die Bühne gebracht. Wo man Parlamente kaufen kann, kann man auch Wahlergebnisse kaufen. So hat es dem Libretto nach der Oligarch Michail Chodorkowski gesehen, als er noch an die Macht seines Geldes glaubte. Chodorkowski wurde wegen Steuerhinterziehung für 10 Jahre eingesperrt. Seine Unterstützung einer kremlkritischen Bewegung hat Präsident Putin nicht gern gesehen. Aufstieg und Fall eines Oligarchen in Opernformat. Er hat wirklich gelernt, er hat aus seinen Fehlern gelernt, er hat Neues dazu gedacht. Wer macht das schon? Die meisten Menschen leben auf ihrer Spur. Ein im Gefängnis geläuterter Oligarch und ein von den Kräften, die er rief, getriebener Potentat. Chodorkowski kontra Putin. In der Oper bleibt das ein Unentschieden.